hier ist wieder mal der Stahlverbieger und es gibt eine wunderbare Frage heute. Und zwar, die Frage ist ganz einfach. Ab wann, wenn man Gitarre lernt oder spielt, ab wann kann man in einer Band spielen? So, wenn ihr meine ganz ehrliche Meinung als Lehrer dazu hören wollt, der ich ja nun mal bin, dann würde ich sagen, so bald wie möglich in einer Band spielen, weil es einfach so ist, dass ihr, wenn ihr in einer Band mitmacht, den nötigen Arschtritt bekommt, regelmäßig was zu tun. Und weil es geht einfach nicht ohne. Man kann nicht in einer Band spielen und nichts können, das geht gar nicht. Das heißt, wenn man da mitmachen möchte, dann muss man sich selber gewisse Grundsachen drauf schaffen. Ich umreiß das mal grob. Man sollte, wenn man in einer Band mitmachen möchte, zumindest Power Chords vielleicht drauf haben, rhythmisch ein bisschen mit dem Plektrum auch umgehen können, vielleicht sogar die Standardakkorde, da kommt es ja auf die Musik an vielleicht in der Band, die da musiziert wird oder was man machen möchte. Und das reicht aber schon als Grundhandwerkszeug. Wenn jetzt in einem Song eine gewisse Melodie vielleicht drin vorkommt, die kann man sich ja drauf schaffen, da muss man ja noch gar nicht wissen, ob man jetzt von Tonleitern da redet und von ja, wenn ja, von welcher, das ist dazu ja noch gar nicht erforderlich. Wichtig ist ja nur, dass ihr euch das drauf schaffen könnt, was ihr braucht, um ein gewisses Lied jetzt zu spielen. Wenn man es jetzt ganz extrem sieht, könnte man sagen, ich gründe sofort eine Band und ich schreibe gleich meine eigenen Songs, denn schreibe ich die Songs ja in dem Rahmen meiner Fähigkeiten. Könnte man natürlich auch so sehen. Genau genommen fangen alle 13-, 14-, 15-jährigen Gitarristen, ich beziehe es jetzt mal auf Gitarre, eigentlich an so zu spielen. Schlagzeuger irgendwie auch. Die können dann irgendwie einen Grundbeat, den sie immer hinhämmern und dann geht's gleich los mit der Band. Ne? Das ist, Schlagzeuger sind da noch am unbedarfsten, habe ich immer so ein Gefühl. Also die legen einfach los. Und ja, klar, die technischen Raffinessen, die kommen dann natürlich später. Also das ist das Ding in einer Band ist ganz einfach. In einer Band klappt Musik nur, wenn alle zusammen was machen. Wenn ich jetzt zu Hause, und das ist immer so der Bedroom-Gitarrist-Faktor, wenn ich zu Hause sitze, in meiner Wohlfühlzone, meine Gitarre schön leise einstellen kann und zu einem Playback-Spiel oder auch zu einem Backing-Track von der Band irgendwie, irgendein Song ohne Gitarre, dann klingt das ja alles erstmal schön. Und dann kriegt man mit der Gitarre das vielleicht auch einigermaßen gerade hin. Man kann aber auch aussetzen, wenn man will. Das fällt nicht so wirklich auf. Das ist eben halt das, was ich häufig erlebe, dass Schüler, wenn sie gar keine Banderfahrung oder sehr wenig haben, nicht in der Lage sind, einen Rhythmus gerade durchzuspielen. Und auch ein ganz häufiges Problem von Leuten, die nicht in einer Band spielen, ist, sich Songparts zu merken und die aneinander zu reihen. Jeden Part für sich können sie spielen, aber wenn es denn darum geht, mal mitzuzählen, den musst du jetzt viermal spielen, dann kommt der nächste und den musst du dann eben halt ohne Unterbrechung hinten dran hängen, da fangen die meisten an, Probleme zu bekommen. Und das radiert ihr weg, wenn ihr in einer Band spielt, weil da müsst ihr. Da hört man auch sofort, wenn irgendeiner irgendwo nicht mitspielt, dann gibt es gleiche Löcher und dann ist man halt, wenn man selber auch ambitioniert ist, also Voraussetzung ist, dass man selber auch was schaffen möchte, dann muss man eben halt sehen, dass man gewisse Sachen eben halt anfängt drauf zu bekommen, sonst wird es einfach keine Musik, wie so fies es klingt. Und das geht in einer Band aber eben halt nur miteinander. Also die Fertigkeiten können nur miteinander wachsen, weil keiner ist perfekt in einer Band. Und die leichteste Form ist natürlich immer, wenn man erstmal Stücke nachspielt, natürlich dem eigenen Niveau vielleicht auch angepasst, aber da gibt es auch genügend Sachen. Es gibt von jeder Musikrichtung auch leichte Dinge, die sollte man sich, wenn man jetzt covert, also nachspielt als Band, natürlich auch erstmal nehmen, bevor man sich an irgendwelche Dream Theater Stücke ranwagt, sollte man realistisch bleiben und eben halt einfach mal mit lieber einfache Sachen vernünftig spielen können. Der Rest ergibt sich denn dann. Und eine Fähigkeit, die ich auch bei vielen Leuten vermisse, oder ganz häufig sogar, das kritisieren auch Leute. Ich habe mal, mein anderer Gitarrist von meiner anderen Band hat mir von einem Interview von Paul Gilbert erzählt, den kennen ja sicherlich auch einige, Razor X oder eben halt Mr. Big, Paul Gilbert, der tourt ja, also spielt fürchterlich viele Konzerte im Jahr, auch jetzt noch, also der ist ja auch schon 50, und er gibt dann eben halt auch noch immer Gitarrenstunden vorher und nachher irgendwie oder was bei seinen Gigs. Auf jeden Fall macht er das denn da. Da kann also jeder auch eine Stunde buchen, wenn der mal im Lande ist irgendwie. Und der erzählt,
Genau das, was ich auch immer feststelle. Die Leute können alles schreddern, rauf und runter. Die sind tatsächlich in der Lage, Sechzehntel zu spielen. Aber wenn es um einen Ton geht, also einfach mal eine gefühlvolle Melodie zu spielen und die, also dass die auch richtig gut klingt, mit einem guten Vibrato, mit einem guten angeschlagenen Ton, mit einer guten Intonation, also ein guter stimmiger Ton, da setzt es witzigerweise bei vielen aus. Also die Leute schaffen sich die falschen Sachen drauf. Also nichts gegen Schnellspielen, dem ist ja nichts, also wenn man jetzt irgendwelche Läufe spielen will, aber das ist es nicht. Ein schnell gespielter Lauf, ein fieses Tapping-Lick, ein virtuoses Lick in irgendeiner Form kann nur dann glänzen, wenn davor und danach Musik drumherum ist. Es bringt nichts, wenn der Song, den man spielt, schlecht ist, dann, also ein virtuoses Solo, das kann ja noch so virtuos sein, es glänzt nicht. Und es glänzt auch dann nicht, wenn die Töne davor und dahinter nicht klingen. Und das ist also einen richtigen Ton entwickeln auf der Gitarre. Das geht nämlich nicht in den eigenen vier Wänden, meiner Meinung nach, mit einem Amp, den man auf schöne Wohlfühllautstärke stellt, wo man dann sitzt auf der Gitarre. Nein, einen richtigen Ton kann man nur entwickeln, wenn man in einer Band spielt und wenn man auch in einer Bandsituation auf der Bühne mit einem Amp, also der ein Verstärker und eine Gitarre. Und jetzt kommt's zu, ne, der Lautsprecher eines Gitarrenverstärkers bildet mit der Gitarre und sich selber und den Fingern eine Einheit. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Feedback produzieren möchte, dann geht es nur mit einer gewissen Lautstärke und tatsächlich auch mit gewissen Fähigkeiten, dass man weiß, wann passiert was. Also ein Ton, ne, das hat wieder was mit Obertönen zu tun, die man dann erzeugen kann. Ne? Wenn man einfach genau weiß, wie der oder sein Amp so einstellen kann oder überhaupt Equipment besitzt, was diese Möglichkeiten überhaupt bietet, und nur so kann man einen vernünftigen Gitarrenton entwickeln. Ich weiß, dass viele Leute, die irgendwelche Videos, die sie zu Hause produzieren mit ihrem Equipment, wenn man die auf eine Bühne stellen würde und denen ein Amp in die Hand drücken würde, und so dass die komplette Spielsituation, was ja auch nachvollziehbar ist, völlig ungewohnt und ganz merkwürdig ist, dann reduziert sich das eigene Gitarrespiel auf, ja, nahezu null. Das kennt sicherlich jeder von uns. Ich brauche auch so ein bisschen meinen eigenen Sound. Jeder braucht seinen eigenen Sound, damit er so spielen kann, wie er möchte. Aber in einer Band wird das Ganze nochmal drastisch hochpotenziert. Das ist also, man muss einfach mit seinem Kram umgehen lernen. Mit den Fingern muss man umgehen lernen. Man muss im Stehen spielen. Im Stehen spielen ist eine vollkommen andere Handhaltung als im Sitzen. Ich leide da persönlich sehr drunter, weil ich beim Unterrichten natürlich immer sitze. Und wenn ich in meiner Band im Stehen spiele, ist das für mich erstmal immer eine Umgewöhnung. Die Handhaltung im Sitzen ist immer alles so, die Gitarre ist sehr weit oben. Wenn ich im Stehen spiele, dann habe ich eine ganz andere Handhaltung und dann ist das mit den Fingern teilweise. Das ist für mich manchmal, ich wundere mich da manchmal, was, das ist halt so. Das habe ich mir, das ist ein Nebenerwerb meines Spiels im Sitzen, dass ich dann teilweise im Stehen einfach mich erstmal wirklich gewöhnen muss, dass das wieder geht. Das ist bei mir leider in der Natur der Sache. Dafür spiele ich leider zu wenig live. Aber da sind wir ja dran. Ne? Und, aber all diese Faktoren führen dann dazu, dass man definitiv als Musiker unheimliche Sprünge nach vorne macht. Ich kann also nur sagen, schafft euch die nötigsten Fähigkeiten drauf und spielt in der Band. Macht es. Spielt einfach in der Band. Auch wenn ihr meint, ihr könnt noch nicht genug. Scheißegal. Ihr müsst erstmal wissen, was ihr können müsst. Und das könnt ihr nur, wenn ihr diesen Schritt geht. Geht raus, spielt in einer Band, sucht euch Leute, geht zu Musiker-Sessions, macht irgendwas. Genau das bringt euch nach vorne. Spielen, live spielen in echt. Laut mit einer Gitarre um den Hals oder auch Bass oder weiß der gar nicht was.